So, liebe Freunde, da bin ich wieder mit der neuen Folge. Man hört hier schon Hunde. Also wie die Wachen gegen Hunde kämpfen. Das sind, ja, ihr werdet sehen. Es werden nämlich neue Spielmechaniken mit eingeführt. Kommt man noch gar nicht durch, oder? Weg blockiert! Oh. Meister würde Weg hindurch finden. Ja. Es scheinen hier ein bisschen intelligenter zu sein, kommt mir manchmal so vor, als gegenüber dem ersten Teil. Erstmal schnappen wir uns die Ballista. Es ist keine Ballista, ich weiß. Es ist eine Schleuder. Meister würde sich an der Stadt rächen. Stadt zerstören! Zerstören! Ja. Feuer! Feuer! Ich meine, die hetzt mich ja auch irgendwie voll hier, war also. Könnte ich nicht mehr dafür geahndet werden hier. So, wir können uns wirklich an die Stadt rächen. Weiß nicht, spiel ich wieder böse? In den letzten Part? Ich höre hier irgendwelche Geräusche. Sind das irgendwelche Sachen? Ich weiß gar nicht, ob die genauso zu hören sind. Ich weiß gar nicht, hat das einen Sinn? Es hat definitiv einen Sinn, dass ich das benutze, genau für die Wand da. Hallo? Szenen. Achso, ich muss. Glänzer feuern! Glänzer töten! Glänzer glänzen nicht mehr! Glänzer? Heißen die wirklich Glänzer? Und los, komm! Okay, nicht so weit. Erstmal die dämlichen Bogenschützen. Oh, der war gut. Nicht mal gedacht. Ich muss mich beeilen. Ich muss die da unten auch noch erwischen. Okay. Hat gereicht. Ah, ich muss die da jetzt erstmal machen. Okay. Und yes! Der war ja optimal. Mensch. Also nochmal. Oh, das war zu kurz. Glaube ich. Nee, wieder sehr gut. Mein Gott, wie konnten da überhaupt welche überleben, würde ich gerne mal wissen. Bei der ersten. Oh, oh, ich gucke mal. Komme ich da noch hin? Okay, das wird sehr knapp. Es wird sehr knapp. Und. Ah, ich habe leicht getroffen. da vorne? Krieg ich die? Ah, der war ein bisschen. Ein paar habe ich getroffen. Also, muss nochmal erhöhen. Oh, 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 jetzt wird's knapp. So, okay. Was? Der war absolut zu kurz. Verdammt. Shit. Dich wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber geil. Oh, noch gar nicht getroffen. Oh, da kommen sie ja schon. Scheiße, 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 scheiße. Also, die bleiben doch da nur stehen. Soweit ich weiß, oder? Ja, genau, die bleiben dann nur stehen. Wir warten auf ihr Schicksal. Jetzt Barriere zerstören! Ja. Zu den Schergenhöhlen! Ja! Schergenhöhlen! Ja! Sind da nicht noch Gegner gewesen? Ich sehe da keine mehr, oder? Gucken wir nochmal ganz kurz. Es waren noch niemals alle, oder? Anscheinend schon. Oh, guck mal, die könnte ich noch erwischen da hinten. Ein bisschen weiter nach rechts. Okay, und das müsste schon reichen. Und machen wir mal volle Pulle. Und das ist es. Erwische ich den? Oh, noch weiter nach rechts. Bin doch schon weit nach rechts, ja. Kann natürlich sein, dass ich sie gar nicht erwische. Das Seiten sieht übrigens aus wie ein Grafikfehler. So. Nee, erwische ich nicht. Da haben sie echt guten Stein platziert, damit man nicht reinschießen kann. So, wir rechnen uns jetzt noch an die Stadt, obwohl es, glaube ich, gar keinen Sinn hat. Oder keinen. Okay, jetzt habe ich schon geladen. Wollte eigentlich die Bogenschützen hier unten erstmal killen. Yes. Das war das Haus. Okay, und runter. Oh, das war schon fast zu doll. Zum Teufel. Ist das noch kürzer? Muss man jetzt einzacken?
Das ist auch noch zu. Sag mal. Okay, das geht nicht. Ja, jetzt habe ich es erwischt. Okay. Die nerven nämlich. Okay, mehr, dann nach rechts geht nicht. Krieg ich die Bauern da? Mal gucken. Fies, ich weiß. Was? War doch ein Treffer. Okay, wir zerstören ja nur den ihr Eigenheim jetzt. Hatte das nicht sogar meinen Sinn? Ich weiß gar nicht. Hätte man da. Nee, ich konnte bloß die Scheren lachen hören. So, wir können ja eigentlich die Schuld auf die Lenzer. Sind die so? Nee, die nennen die bloß so. Auf die Ligonie schieben. Und voll die Glocke getroffen. Okay, weiter nach links kann ich nicht gucken. Ich will noch einmal schießen, Freunde. Noch einmal. Volle Pulle. Und. Genau, Feuer. Ja! Oh, das Wetter ist nicht getroffen. Schade. Okay, wir lassen's. Blödsinn. Wir müssen hier nicht zerstören. Ich weiß nicht, ich könnte sein, dass man da auch Bösheit Grad bekommt, Wölfe, wenn man. Freunde! Wölfe greifen Glänzer an! Ja, unsere neuen Gehilfen. Es. Naja. Ist so das eine, was ich mir. Was ist denn da los? Haben wir jetzt ganz komisch reagiert. Okay. Also Reiter und Schergen. Also jede Gruppe hat natürlich hat jetzt auch ihre Reittiere. Vorteil ist, sie haben, glaube ich, mehr Leben, sind ein bisschen stärker. Aber ganz ehrlich. Warum sehe ich eigentlich meine Schergen nicht? Ach ja, und genau das ist der Vorteil an den Wölfen. Sie können diese Barrieren hier durchbrechen, sozusagen. Was ist denn jetzt los? So. Bin ich automatisch angegriffen. Wir waren ja auch Bogenschützen, ja. Ich muss mal die Zauber noch umändern, dass sie von irgendwo anders zaubern. Eine andere Taste meine ich. Die ist jetzt auf alt links gestellt. Voll dämlich. Haut ab. Du haust hier nicht ab, mein Freund. Diese Türe sind nicht erwünscht. Nicht erwünscht ist auch gut. Wir werden bestraft mit ihrem Leben. Ja, hallo, ihr wolltet magische Wesen haben. Was will der denn? So, kommt mal weg da. Achso, ach genau, und noch ein kleiner Vorteil in Klammern ist, dass Reiter hier rüberspringen können. Weiß gar nicht, ob man das jetzt hier schon lernen sollte. Ich wundere es nur, dass ich gerade meine Schergenauswahl noch nicht sehe. Aber gut, okay. Hier sieht man schon die ganzen Schiffe von der Legion. Okay, gut. Warum ist die Kamera gerade so eklig nah? So, jetzt ist er besser. Das Rennen haben sie so cool gemacht, die Animation. Da, und jetzt hängt die Taste wieder. Ich weiß nicht, ob das vielleicht aber auch gewollt ist. Das ist mir bisher noch nicht so in den Sinn gekommen. So, ich helfe mal ein bisschen mit hier. Hallo. Ja, na, tötet ihr mal jetzt bitte die letzten? Okay. Da kommen wir noch nicht durch. Yeti gebe ich kaputt! Yeti macht Glänzer kaputt! Yeti. Ach, da. Da ist ein Yeti. Aha, was sollen wir davon denn halten? Na gut, er sagt, der Yeti macht die Glänzer kaputt. Also werden wir ihn befreien. Würde ich sagen, oder? Damit er uns hilft. Schnell, schnell,
Unke. Jetzt läuft er mir hinterher, keine Ahnung warum. Aber auch ganz gut, der hilft mir jetzt zumindest hier durch die Mauer zu kommen. Nein, nicht weg. Genau. Zur Schergenhöhle ist gut. Zur Unterwelt ist es ja eigentlich. Boah. Borg. Okay. Oh, One-Hit macht der einfach mal. Warum ist denn der eine Wolf da vollrand? So, wir helfen den Hässling mal, weil er einfach nur ewig braucht. So. Okay. Wir schicken wieder unsere Reittiere rüber. Unser Reitherr, nicht Reittiere. Perfekt. Oh, das ist okay, das ist auch tot. Ich dachte, er ist noch ein Leben geblieben. Das ist eigentlich hier irgendwie alles noch sozusagen so Tutorial-Level. Er macht komische Geräusche. Was bist du denn hier? Folgen, folgen! Ja, mach ich doch. Du machst komische Geräusche, mein Freund. Oh, der Dicke, ey. Ja, super. Sehr intelligent von Ihnen gewesen. Ein neuer Overlord also. Das ist die letzte Hoffnung des Bösen. Etwas klein. Das Auge. Eine ganze Legion zerstört. Leichen, Schreie, Schergengemetzel. Das ist eklig. Das ist wie sie mit dem Messer ihn nicht auch aufschneiden wollen. Wir schmelzen ihn frei. Ist das eklig. Der Junge braucht eine böse Erziehung. Und während das Böse im Inneren der Erde gedieh, begann in seiner Abwesenheit ein neues Zeitalter. Und das prächtige Kaiserreich wurde immer mächtiger. Jeder war glücklich. Wer unglücklich war, wurde getötet, versklavt oder fand ein anderes Achtes los. Aber jetzt ist eure Zeit gekommen, Meister. Die Zeit, alledem ein Ende zu setzen. Die Zeit für die Rückkehr des Bösen führt die Schergen in den Kampf. Das Böse findet immer einen Weg. Es ist immer cool dargestellt, weil eigentlich sind das ja gar nicht böse. Im Prinzip handeln die aus guten Dingen, weil man merkt nachher, das Kaiserreich ist ziemlich. Der Meister! Der Meister! Blöd. Der Meister! Abwarten! Stimmt, Rezzo! Wir müssen ihn testen, wie der Käfer am Misthaufen getestet wird. Folgen! So, wir sind erwachsen. Diese Nordbergwinde fahren mir direkt in die Glieder. Deshalb bleibe ich hier. Aber durch euren Helm kann ich hören und sehen, was ihr tut. Ich kann es mal gleich mal so sagen. Wir sehen unserem Vater sehr ähnlich. Nur, dass wir ein bisschen anders sind. Dass wir logischerweise das Kind sind aus dem ersten Teil, das kann man sich ja wohl denken. Warum wir in dieser Stadt waren, ich glaube, dass. Ob er schlau genug dafür ist? Eine Made dagegen. Ich setze ihn folgen, folgen. Hallo? Warum sollte ich das nicht gebacken kriegen? Was sind das für komische Viecher? Der erste Test ist die Stärkeprüfung. Oh, möglicher wahrer Overlord, Meister. Den kennen wir auch noch. Es ist uns gelungen, einen alten Freund von euch zu finden. Naja. Er hat eine Zeit lang auf Eis gelitten. Bam, bam, bam. Yetis sind relativ friedlich und dein Fuß. Die perfekten Trainingspartner. Also. Auf eurem aktuellen Niveau könnt ihr ihn stundenlang verprügeln, ohne dass er das Geringste spürt. Super.
kein Platz, Knödel. Such eigene Grube. Bitte. Keine Ahnung von wahrer Kunst. So, wir sind hier sozusagen unser erstes Training. Es ist vielleicht etwas unfein, aber nutzt eure Schergen dazu, dieses Fellknäuel zu verprügeln. Boom. Der wird natürlich jetzt voll aggro, wenn wir ihn ein bisschen kitzeln mit unserer Axt. Findet einen Weg, ihn mit den Schergen zu erreichen. Ja, ich suche gerade den Weg. Aua. Darauf kommen sie ja nicht. Ah, hallo. Hier lang, wa? Kann ich mir auch gut verstecken. Ach so, okay, das habe ich nicht gesehen. Ah, meine Uhr. Ja, der Part ist vorbei, Freunde. Oh, ich will das aber noch ganz kurz machen hier. Ja, mach ich. Ich will noch den dicken Kloß noch davon seinen Thron runterholen. Singelt und tötet ihn. Oh, nichts Gutes wollender Dumm. Er haut schon freiwillig ab. Ein bisschen sauer. Hau ab, du Biest, sonst werd ich Barsch und tret dir kräftig in den Arsch. Das ist dämlich. Oh Mann, ey. So, das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, ist... Hallo. Ich kann ihn nicht klauen. Ich will auf das Schlachtfeld mit ins Gebrüll. Ich will Schergen liegen. Hallo. Hallo. Oh Gott, das ist ja nervig. Mit den Speichern war hier so ein bisschen... War es hier nur ein bisschen blöd. Komme ich denn da ran? Euer Zielobjekt hat das weitergesucht. Vermutlich werdet ihr es im Jagdrevier aufspüren können. Ah ja, auf einmal kommen sie da durch. Eben kommen sie nicht durch. Gut, alles klar. Wir beenden den Part. Wir sehen uns in einer nächsten Folge und ich hoffe, ihr freut euch weiter darauf. Also, ciao! Genauso wie ich. Ciao, ciao!